Ja, Leute, wir spielen Lost Planet 3. Und ich kriege die Lupe nicht auf. Verdammt, ist das kalt. Was meinen Sie, wann werden die nach uns suchen? Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat. Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. Doc, ich glaube, wir sind hier nicht allein. Wenn das mal bloß nicht der Transponder war. Es werde Licht. Ähnliche Spiele in dein Spiel. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch das auch nervt, stört. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Da ist er. Natürlich an der letzten. Hier kommt die Kavallerie. Besten Dank. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. Später, später. Geh zurück zur Kapsel und pass auf, dass du nicht plattgetrampelt wirst. Ab, dass ihr an einem Stück runtergekommen seid. Der Sturm kam ganz plötzlich. Dr. Roman sagt, euer Eintrittskorridor war frei. Weiß der Henker, was da los war. Allerdings hat sie letztens bei vielem falsch gelegen. Rudeljäger! Oh, was für Prachtexemplare! Oh, bitte! Bitte töten Sie sie! Also das meinte der Typ bei der Rekrutierung mit nicht aggressiven eingeborenen Wesen. Mann, du musst noch lernen, dass man das, was Nevek erzählt, nicht für bare Münze nehmen sollte. Geh lieber gleich davon aus, dass die dich verarschen. Na, na, na.
Du hörst dich ja wie Diaz an. Hey, du kannst sagen, was du willst, aber sie haben die richtigen Fragen gestellt. Klar, wenn du meinst, dass sie immer mit ihren Verschwörungstheorien angefangen hat, wenn man mal was trinken wollte. Warum für eine Firma arbeiten, der man sowas vorwirft? Wer ist denn diese Diaz? Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Braddock wird... Ach du Scheiße! Was geschieht nur da oben? Sind sie tot? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Mechs. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung, solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! Hey, Anfänger! Sammle das leuchtende, orangefarbene Blut auf, das die Tiere zurücklassen. Das brauchst du für später, nicht wahr? Hey, du bist doch Ingenieur, oder? Kannst du sie reparieren? Ja, ich weiß jetzt, woran es hakt. Eine Sekunde. Anfänger, weißt du, wie man was repariert? Erst musst du die passende Reparaturfrequenz finden. Ja, danke, Boss. Ich weiß, was ich hier tue. Nur zu. Okay, alles bereit. Aufgepasst, du kriegst Besuch. Schützenfest. Jetzt zurück auf die Kapsel. Schon unterwegs. Okay, und jetzt festhalten. La Roche, du nimmst den Weg oben und ich mache einen Bogen. Ei, ei, Arschloch. Und so bin ich nach Eden 3 gekommen. Das war meine Feuertaufe. Der Rest der Reise zum Basislager verlief ohne Zwischenfälle. Doch lange blieb es nicht so ruhig. Hör zu, du warst nicht ihre einzige Freundin hier. Wir vermissen alle Diaz. Aber ich habe dich ja gewarnt, dass Nevek das egal sein würde, wenn wir nicht bald Ergebnisse liefern. Es geht hier nicht um Jeanette und das weißt du auch. Aber du gibst mir dennoch die Schuld. Habe ich niemals gesagt. Wusstest du auch gar nicht. Für dich ist die Sache klar. Die suchen etwas, was es gar nicht gibt. Ich konzentriere mich auf das, was wissenschaftlich greifbar ist. Früher war dir das auch mal wichtig. Das ist es immer noch, doch ich entscheide das nicht. Nevek bezahlt das hier alles. Und die haben darauf bestanden. Und das war's dann. Keinerlei Einwände. Was? Dank mir hast du hier überhaupt noch einen Job. Oh ja, einen Job. Und entscheiden tut... er? Dr. Kovac, schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Ja, das war ein ereignisreicher Morgen. Phil Braddock nehme ich an. Dr. Roman, lange nicht gesehen. Als wär's gestern gewesen, Kenny. Verzeihung. Okay. Und Sie müssen Jim Payton sein. Hm. Sie haben ja vollen Einsatz gezeigt. Und sicher unzählige Fragen. Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Nein, Sir, ich bin ja hier, um zu arbeiten. Ich muss nur wissen, wie man sich hier ein paar Credits verdienen kann. Thermalenergie. Payton, gehen Sie zum Quartiermeister, um sich ein gutes Jagdmesser zu besorgen. Sie haben ja erlebt, wie dicht einem die Akriden auf die Pelle rücken können. Doch zuerst sollten Sie mit Chefingenieur Gale in der Wartungshalle über Ihren Mech reden. Willkommen an Bord, Jim. Doktor, wenn Sie einen Moment für mich hätten.
Tut mir leid, dass Sie das mitgekriegt haben. Sie wissen ja, Bonnie hat ein Faible fürs Dramatische. Achtung, an alle! Das Wasserrohr am östlichen Kopf wird mindestens für die nächsten 2 Stunden zugefroren sein. Bitte ein neues Gesicht! Ja, alle sind wegen des Schiffs aufgeregt. Aber haltet euch zurück. Wenn ich jemanden unnötigerweise beim Lager sehe, ziehe ich und ab. Dein Mech ist oben in deiner Bucht. Wir sehen uns, wenn du mal da oben bist. Lass dir Zeit. Jim Payton, bitte melden Sie sich beim Quartiermeister im Keller. Jim Payton zum Quartiermeister. Der ganze Hangar hat sich ja schon das Maul über die Neuen zerrissen. Ich bin Quartiermeister Bowers. Die meisten nennen mich Birdie. Dein ehrlich verdientes Geld kannst du hier ausgeben. Okay, Kleiner, lass dir ruhig Zeit und sieh dir das Angebot an. Ich lass dich jetzt auch in Ruhe. Gutes Jagdmesser, perfekt für den Nacken. Guter Kauf. Pass auf, Klar. Da draußen, Kleiner. War nett, dich kennenzulernen, Birdie. Jim geht raus! Machen wir den Mech fertig, Leute! Oh yeah. Geil. Gar nicht mal schlecht. Danke. Das hier hast du gar nicht gebraucht. Willst du es dann mal versuchen? Hyperdehnbare Kernretraktoren. Ich nenne das den Cockpit Express. Ein paar sitzt vorn und eins hinten. Einfach einhaken, am Seil ziehen, wupp. Und mit wupp meinst du, dass ich mich 10 Meter in die Höhe schleudern lasse und hoffe, mir nicht das Genick zu brechen? Wenn die Alternative lautet, gefressen zu werden? Ja. Dann mal wupp. Tja, daran wird man sich erst noch gewöhnen. Sieh sich das einer mal an. Hey Schatz. Hi. Hallo. Okay, ich habe mal für mich beschlossen, dass es völlig normal ist, diese Monologe für dich aufzunehmen. Ist total normal. Ja. Ach, hey. Ich habe mir gedacht, ein wenig Musik könnte dir helfen, da draußen normal zu bleiben, dich an zu Hause zu erinnern. Ich habe eine Playlist mitgeschickt. Ich hoffe, es klappt alles und du kannst sie dir in deinem Mech anhören. Okay? Oh, das war's für heute. Sag Bescheid, wenn du heil angekommen bist. Vermiss dich. Das sieht nicht gut aus. Besser dem Pfad folgen. Coronis, hier spricht Payton. Hören Sie mich? Payton, hier Coronis Mitte, laut und deutlich. Irgendein Zeichen von La Roche? Ich habe seinen Mech gefunden. White Canyon Junction. Ist ziemlich übel zugerichtet. Aber keine Spur von ihm selbst. Danke für das Update. Suchen Sie einfach weiter. Ich weiß, er ist irgendwo da draußen. Braddock out. So, Leute. Diesen Bildern verarscht mich nicht erstmal von diesem Video. Das hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis später. Ciao.